Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Riddles of Fate, das Laster des Inferno. Und wir sind stehen geblieben, dass wir ein Zahnrädchen, ein Ring hatten, ein Schlossteil und eine Maske. Mit der Maske können wir doch eigentlich... Können wir die Maske... Nee, die Maske ist was ganz anderes. Nee, achso, zur Malerwerkstatt. Stimmt, da waren wir ja noch gar nicht. Da gehen wir doch einfach mal rein. Das muss das Haus eines Künstlers sein. Say, you heard that detective I've read about in the papers? Listen, I've got news for you. My daughter's been kidnapped. I saw her being dragged into the restaurant and then the owner sent me an invitation. Okay. How do you like that? You gotta help me out, for my daughter's sake. And for Anna's. My daughter might know where she is. Okay, alles klar. Wir haben einen Zettel bekommen, neue Aufgabe. Rette die Tochter des Hofkünstlers. Okay, sehr gut. Was? Exklusive Einladung. Was haben wir denn hier? Da können wir noch eine schöne Maske mitnehmen. Ein Künstler bin ich nicht gerade, aber kreatives Denken liegt mir. Müssen wir... Wir brauchen bestimmt irgendwas noch. Seit meiner Jugend male ich Porträts für die königliche Familie. Die Kinder des Königspaares, die mir so ans Herz gewachsen sind, haben sich in letzter Zeit so verändert. Sie sind kalt und herzlos geworden. Was nun mit ihnen geschehen und was geht in unserer Stadt vor sich? Werden wir für etwas bestraft? Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Ein Künstler bin ich nicht gerade, aber ja, okay, gut. Hier fehlt wahrscheinlich noch irgendetwas, deswegen, gucken wir erstmal, dass wir die anderen Objekte hier noch, was sind das? Diese Statue sieht aus, wie die Königin ihre Tochter beschrieben hat, und das muss Anna sein. Annas Ring. Gut. Was für eine schöne Harfe, und sie klingt bestimmt auch sehr gut. Da haben wir ein... Flasche mit Säure, weil wir das eben gerade anklicken wollen. Was ist das? Diese Stase strahlt etwas Unheimliches aus. Ah, da gehört irgendwas hinein da unten. Und die Harfe können wir natürlich spielen. Wir werden einfach mal hier weiter gucken. Was ist denn das? Solange die Bienen hier rumspielen, komme ich nicht an den Honig. Was können wir mit der Flasche machen? Ich soll den Korken vorsichtig entfernen. Okay, entfernen können wir leider noch nichts hier. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und übergeben die Einladung. Wusste ich doch, dass ich vorhin etwas gesehen habe. Du jagst mir keine Angst ein. Der will wahrscheinlich die exklusive Einladung, genau. Zum Gasthaus. Was für ein Appetit. Let her sie freilassen, go. Ha, und wer sind sie? And just who are you? If you haven't noticed, this city is under new management. If you don't like it, leave. Sorry, ich wusste einfach nicht, dass sie nochmal sprechen. Oh, ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, sie freilassen. Ja, du sollst sie freilassen, Mann. So wie du aussiehst. Oh Gott, du mach dein Bauch zu. Ich muss mich um diesen Gourmand kümmern. Und das ist die Tochter wahrscheinlich. Picasso, ich muss sie befreien. Gut, wir müssen erstmal schauen, was wir noch hier alles haben. Wir haben, was sind hier, die Fässer? Der Deckel klemmt fest, ich werde wohl ein Werkzeug brauchen, um ihn zu lösen. Wir haben bis jetzt nichts Werkzeugmäßiges da. Was ist das? Die Statue fällt bald in sich zusammen. Mit etwas Schwerem könnte ich danach helfen. Gut, wir haben hier noch was. Es liegt genug Essen, um alle Armeen Riddlestones zu versorgen. Und da hinten ist noch eine Tür. So ein Mist aber auch. Die Schriftrollen sind zu Staub zerfallen. Ich muss sie ersetzen. Gut, wir haben jetzt, was haben wir hier? Wir haben hier ein Schlossteil, Annas Ring, ein Zahnrad und zwei Masken. Ja. Das klingt sehr, was haben wir denn hier? Aha, was ist das? Noch ein Schlossteil. Hier gehört ein Smaragd hinein. Hier gehört... Was? Rubin? Okay, achso, Rubin und Saphir kommen hier rein.
Was ist das? Diese Figur, eine unheimliche Aura. Okay, das ist auch so eine Figur. Und wir haben hier zwei Schlossteile. Das hat irgendwas zu sagen, dass wir hier schon zwei Schlossteile bauen. Auf jeden Fall nicht hier. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwas noch finden. Was haben wir da hinten? Die Fensterlinien sind von innen verriegelt. Mit etwas dünnen könnte ich sie öffnen. Kannst du nicht mit irgendeinem... Kannst du nicht irgendwie... Wir haben doch hier ganz viele kleine Teile und... Warum kriegt er das nicht auf? Was haben wir denn hier? Gar kratzbürstiges Cachen, aber du müsstest noch spielen, nicht wahr? Ah, ich verstehe. Du gemeiner Kerl, du hast uns alles Geld weggenommen. Jetzt sind wir pleite. Ob der Bank hier in die Vorfälle hier verwickelt ist? Ja, der Bank hier ist, glaube ich, rausgegangen. Hier haben wir auch noch von dem das Zeug hier. Da ist noch eine unheimliche Statue. Und hier haben wir irgendwas zum Wiegen noch. Das Geld haben wir ja schon genommen gehabt. Bank. Ich glaube, da können die Schlossteile rein. So, es muss eine Möglichkeit haben, diese Tür zu öffnen. Ich muss nur ein wenig überlegen. Und der Ring passt hier nicht hinein. Okay, wir können auch nichts drehen. Da fehlt irgendwas noch, was wir nicht eingesammelt hatten. Aber nur was? Das ist hier die Frage. Genauso wie hier, da können wir noch die Blume abschneiden, wahrscheinlich. Ja, die Blume können wir noch abschneiden. Gut, was haben wir denn hier? Da waren wir schon, glaube ich, dran gewesen. Haben wir irgendwas? Die Flasche können wir auch nicht rausholen. Wir haben nur noch zwei Masken. Die Frage ist jetzt, wo diese zwei Masken am besten hinkommen. Wir haben... Okay, wir haben so eine komische Maske und diese kommt. Da oben ist eine Axt. Ich will überhaupt nicht wissen, wie die da gelandet sein mag. Okay, das ist auch verwunderlich. Hinten können wir nicht ran. Also wir müssen da durch diese Bank. Das Problem ist jetzt einfach, wir haben diesen gewissen Saphir nicht. Aber Moment mal, wir können den doch... Haben wir nicht, muss die fehlenden Edelsteine ersetzen. Okay, wir können nichts machen. Können wir da irgendwas noch nehmen? Wir können sie hier nur befreien. Und hier haben wir eine Flasche mit Säure, die wir nicht aufkriegen. Dann gehen wir mal zurück in den Malerdings nochmal. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen, was wir nicht genommen hatten. Die Bienen können wir auch nicht verjagen, also nichts mit dem, was ich jetzt wüsste. Der braucht meine Hilfe natürlich. Und hier ist die Statue. Irgendwas mit der Statue machen? Also den Ring können wir auch nicht ihr geben. Aber Moment, oh, wir können doch den Ring... Können wir den Ring ihr geben? Nein, auch nicht. Schade eigentlich. Nun gut, dann will ich ungehindert eigentlich jetzt einen Tipp verwenden, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich ohne Tipps spielen und das ist mir jetzt ein bisschen kompliziert hier, weil es hier keinen besonderen Weg gibt, um weiterzumachen, deswegen machen wir einfach mal Tipp. So, was genau? An dem Typ hier. So. Aha, da sieht man schon, wir haben die Schere vergessen aufzuheben. Ja, das sind immer so die Kleinigkeiten. So, mit der Schere können wir die Blume abschneiden. Die Blume, die gehört jetzt an einem bestimmten Platz. Nur genau weiß ich jetzt auch nicht. Und wir haben auch noch die Schere dabei. So, können wir mit der Blume irgendwas Bestimmtes machen? Wir haben noch die Schere und eine Blume. Die Schere ist... Warte mal, können wir mit der Schere den Korken hier ausholen? Nee. Normalerweise würde das auch gehen. Also wenn man ganz fest reinsteckt und den dann rauszieht, dann müsste es eigentlich auch gehen. Blume. Können wir die Blume hier einsetzen? Auch nicht. Okay, dann habe ich jetzt auch keine andere Möglichkeit eigentlich. Eine Schere. Also wir müssen irgendwas finden, was wir durchschneiden können wahrscheinlich noch oder was genau zu der Blume noch hier gehört. Ja.
Was mich hier wundert, ist eigentlich, dass wir hier nicht die Farbe auspinseln können. Also wir haben ja hier oben die Karte und dann können wir eigentlich mit der Farbe beginnen. Oder fehlt uns dieses gewisse Malerdingspult-Teil, halt, wo man die Farbe benutzen kann. Tja. Können wir mit der Blume die Bienen verjagen? Natürlich. Sehr gut. So, dann haben wir hier den Honig. Honigtopf. Und ein Aufziehschlüssel. Mit den Aufziehschlüssel gehen wir mal dahin. Und mit. Das geht nicht. Achso, das ist ein Ventilrad. Okay, da brauchen wir ein Ventilrad auf jeden Fall. Aufziehschlüssel. Honigtopf und Aufziehschlüssel. Ich habe jetzt keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass der Ton ein bisschen leise ist. Ich habe ein bisschen leiser gestellt gehabt und ich weiß jetzt echt nicht genau, ob ihr da einen Ton hört oder nicht hört. Falls ihr keinen Ton hört, ich tue mal kurz hier auf Menü die Lautstärke ein bisschen höher stellen. Ups. Bin ich einmal kurz rausgegangen. Sorry, Leute. So, und weiter geht's. Nee, die Säure brauchen wir noch nicht. Wir haben jetzt einen Honigtopf. Was können wir mit einem gewissen Honigtopf denn machen? Wir können... wir können den Honigtopf... können wir den dahin platzieren, dass das irgendwie rausrutscht? Nein, können wir auch nicht. Schere und Honigtopf, ja. Einfach Honigtopf drüber gießen hier. Mist. Ich brauche hier einen Korkenzieher. Und hier haben wir auch noch nicht alles. Ja, weil hier noch das... Weil wir da irgendwas Schweres brauchen, um das aufzuheben. Hier brauchen wir die Steine. Ah, Aufziehschlüssel. Was? Geht nicht? Das mache ich falsch. Wofür ist denn der Aufziehschlüssel gut? Haben wir hier irgendwas um das... Ah, mit der Schere. Müsste doch eigentlich gehen. Schade, die Schere ist nicht mal schmal genug. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Die Schere ist nicht schmal genug. Können wir die Katze da irgendwie mit dem Honig verjagen? Das geht auch nicht. Also das ist jetzt echt mal schon komisch gemacht. Ja. Was haben wir denn hier? Hier würde ein weiteres Emblem hinpassen. Ja, das sehe ich auch. Haben wir irgendwo irgendwas hier zum Aufsammeln? Das sieht wohl nicht so aus. So, man hört auch wieder den Ton ein bisschen. Ach, ich nehme jetzt einfach nur einen Tipp. Das ist... Wieso hier hin? Jetzt müssen wir da das Gewicht biegen von dem Honigtopf? Ah. Okay, sehr gut. Stapele Gewicht auf die linke Waagschale, um die Waage auszugleichen. Größere Gewichte können nicht auf kleinere gestapelt werden. Okay. Größere Gewichte können nicht auf kleinere gestapelt werden. Das heißt, wir machen das an den großen Händen. Ist das so richtig? Ah, ne. Moment. Den Hund da. Ah, geht doch. Gut, dann haben wir die Palette. Ja, das meinte ich mit Palette. Also die Palette brauchen wir auf jeden Fall für dieses Bild hier, diesen... Genau, jetzt haben wir noch ein Minispiel. Stell das Porträt der königlichen Familie her, das geht entsprechend fertig. Den Pinsel können wir hier nehmen. Okay, dann müssen wir erstmal das. Zack. Ein Pinselstift? Ne, Moment mal, das muss blau. Haben wir auch schwarz? Wir haben natürlich kein Schwarz. Das muss gelb, ne? Die Krone. Was mit der Krone? Die Krone können wir natürlich nicht gelb machen. Aber die Schultern hier auf jeden Fall. Und die Hose ist dann rot. Sehr gut. Dann haben wir hier hellblau.
Und unten ist ein bisschen dunkelblau, glaube ich. Oder sehe ich das richtig? Okay, machen wir erstmal die andere fertig. Orange ist das hier. Und braun ist das da. Also sie passt auf jeden Fall nicht. Weil hier unten das falsch ist, ist es glaube ich so. Ja. So, irgendwas stimmt noch nicht bei ihm wahrscheinlich. Was stimmt hier nicht? Ist es vielleicht... Nee. Weil er hat noch so ein graues Bild, die müssen alle mit einer Farbe erscheinen. Und bei ihm stimmt was nicht. Was nur? Ist es orange vielleicht? Oh, jetzt habe ich ihn ganz komplett gelb gemacht. Das ist doch blau, oder? Die ist blau. Und... kann man auch Farben mischen? Nein, kann man natürlich nicht. Wir haben nur hier rot. Ich kann auch nichts mehr verändern. Ich kann nur noch an ihm was verändern. Also ist an ihm was falsch. Wir probieren einfach mal alle Farben aus hier. Ah, okay, das ist... Ah, gut. Lila, blau, das sieht... Ja, gut, okay, das ist doch lila. So, was bekommen wir hier? Wir bekommen eine kaputte Aufziehmaus. Ah, okay, ich verstehe. Die Aufziehmaus machen wir den Aufziehschlüssel und drehen sie ein bisschen. Da fehlt ein Zahnrad. Das Zahnrad stecken wir mal rein und haben dann eine Aufziehmaus. Natürlich den Aufziehschlüssel immer noch. Okay, das war's mit der Folge von Riddles of Fate. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war ein bisschen kompliziert, wie sonst immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Dummsi. Ciao.